Hallo und herzlich willkommen, lieber Bro, bei einer weiteren Folge FIFA 17 Karrieremodus mit dem 1. FC Kaiserslautern, beziehungsweise heute eine Mischung 1. FC Kaiserslautern und Wales, weil wir sind auch Trainer von Wales. Und ja, es gibt eine kleine Nachricht, die ich euch mitteilen möchte, je nachdem wie heute es laufen wird. Und zwar, wir spielen jetzt gegen Italien, beziehungsweise jetzt machen wir erstmal Transfersphase zu Ende mit dem 1. FC Kaiserslautern. Die letzten 10 Stunden und letzten Tagen sammeln erstmal nichts mehr Neues. Beziehungsweise die Planung ist eigentlich fertig für diese Hinrunde. Und wie gesagt, wenn wir Wales schlagen und Österreich, müssen wir gleich mal gucken, gehen wir in die... das war blöd gesagt. Wenn wir Italien schlagen und Österreich gewinnt, gegen wen gucken wir gleich nochmal, dann sind wir durch. Weil dann haben wir 18 Punkte und Italien kann dann nur noch 16 Punkte erreichen, weil wir sind jetzt in den letzten beiden Spielen gegen Italien, Österreich. Und ich habe mich entschieden, weil ich hier gerade ein bisschen im Zeitdruck bin, weil während ich ja das hier aufnehme, bin ich noch in Hamburg, aber wenn ihr das seht, bin ich schon weg. Beruflich seht ihr dann in meinen Vlogs und muss versuchen, gewisse Videos oder Folgen oder Spiele, die unwichtig sind, wegzulassen. Eigentlich will ich bei Kaiserslautern kein Spiel weglassen, werde ich auch nicht. Aber wenn wir Italien schlagen sollten und so mit 18 Punkten durch, weil wir dann Italien zu weit weggelassen haben, werde ich das Spiel gegen Österreich simulieren. Bei allem Respekt und großer Freude bei den österreichischen Zuschauern, es tut mir leid, aber dann spare ich mir eine halbe Stunde Arbeit und die ist wichtig einfach zur Zeit. Nimm es mir nicht übel. Falls es wir verbocken, natürlich machen wir das Spiel. Ist logisch. Ne? Es geht nur darum, wenn ich Italien schlagen sollte. So, Schick hat schon längst akzeptiert, das wissen wir alles schon. Speere abgelaufen von Passlack, das ist wichtig, aber ganz ehrlich, ich bin am überlegen, ob ich einen meiner Jugendspieler jetzt dazu hole und den mal da auf der Seite spielen lasse, denn ich bin unglücklich zurzeit mit Passlack Mbene. Mbene hat gut gegen Leverkusen gespielt, aber irgendwas stimmt auf der rechten Seite nicht. Irgendwie kam da zu viel Dos Santos durch. Wer es verpasst hat, guckt euch die erste Folge an. Ich zeige euch jetzt nochmal die Tabelle der Bundesliga. Also wir haben verdient, haben wir nicht verloren, sondern ein 0-0 oder ein 1-0-Sieg für uns wäre eigentlich fairer und besser gewesen, weil wir waren eigentlich im Gesamtbild ein Tickchen besser als Leverkusen. Wie ich finde, Leverkusen war einfach nur erfahrener und professioneller vielleicht. Und deswegen haben sie am Ende mit Benders blöden Tor, das echt nicht hätte sein müssen, 1 zu uns geschlagen und Gurken jetzt auf 3. Also Gurken nicht, sondern glauben, sie sind jetzt die Super Kings auf Platz 3. Und wir sind auf Platz 14. Und wenn wir diese Folge hier mit den Länderspielpausen und mit dem Endtransfer hinter uns gebracht haben, dann geht's ran gegen Berlin. Da werden sich auch einige, glaube ich, drüber freuen. Und dann kommt das große Pfälzer Derby. Kaiserslautern gegen Mainz. Und da haben wir noch was gut zu machen. Wir haben 1 zum Pokal verloren. Und ich zeige euch jetzt mal den Kader, denn ich habe in der letzten Folge schon gesagt, es wird noch ein bisschen längere Folge hier. Nur so ein kleiner Hinweis für dich. Wer mich schon seit 2 Jahren jetzt guckt und mit FIFA 15, mit FIFA 16, weiß, dass Anfang einer Staffel und Ende einer Staffel in die Folgen immer länger gehen als mittendrin. Es ist immer so, weil man muss sich vorbereiten beim Anfang und am Ende will man sich verabschieden und da ist die Spannung, wo es am Ende hingeht und so und deswegen gehen die Folgen länger. In Zukunft werden sie auch wieder hier kürzer. So, deswegen wird diese Folge nochmal lange. Und ihr seht, was ich in der letzten Folge angesprochen habe, wir müssen den Kader schnell noch in dieser Sommertransferphase kleiner kriegen. Gut, wir haben hier viele Jugendspieler, einige möchte ich gerne ausleihen. Das ist auch toll, wie viele Jugendspieler wir hier im Start haben, aber zum Beispiel Zubilke und Zuhr, die müssen jetzt unbedingt noch gehen. Schindele, muss jetzt mal überlegen, ob ich den jetzt noch verkaufe oder so. Weil wir haben jetzt hier 2 mit Gabrowski und Turner, eigentlich 2 super Jugendspieler, die ich da hinten eigentlich eher fördern möchte als Schindele, muss ich zugeben. Bitrowski möchte ich gerne noch loswerden, weil er kann nicht die Position spielen, so wie ich das möchte, obwohl er könnte natürlich hier für Bullisitz spielen. LF, aber irgendwie, ja, muss ich mir alles mal angucken. So, da haben wir Schick uns geholt, der gegen Leverkusen wahnsinnig geile Bälle gespielt hat, aber mehr auch noch nicht. Und das ist natürlich ein Problem, ne? Osave könnte vielleicht gegen Berlin raus sein und mal Schick spielen lassen. Vielleicht versuche ich mal Schick auf Stiebers Seite, weil Stieber ist mir auch einfach zu untergegangen in den letzten Spielen. Und das ist das, was wir jetzt angehen werden. Beziehungsweise ich kann es gar nicht groß angehen. Ich muss auch hoffen, dass ich Angebote reinkriege. Ich gehe jetzt mal auf Spieler verkaufen und gucke, ob ich vielleicht sogar Verträge auflöse. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Weil die Spieler, die ich loswerden will, die sind ja schon längst auf der Liste. Ich brauche ja Angebote, das ist das Problem. Das ist das ganze Problem an der Geschichte. Oh, Horn ist schon auf die 57 hoch, geil. Der geht's aber richtig ab, du. So, deswegen, ich habe eigentlich alles schon gemacht, was ich machen wollte. Ich brauche einfach nur die Angebote dazu noch. Scouting-Update aus England. Ich muss mal kurz Heizung abdrehen, hier ist scheiße warm, weil mein Rechner immer so viel heizt. Philipp. Interessant. RM.
Nehmen wir mal mit in unseren... Hops, abbrechen. Nee, ist nix. Ist nix. Können wir die auch rausschmeißen? Nee, können wir nicht. Ist nix, ist nix, ist nix. Weiter beobachten, ist nix, ist nix. Weiter beobachten. Gut, da haben wir das. In England. So. Die letzten 10 Stunden laufen an. So, der Thomas haben wir noch gescoutet, den gucken wir uns jetzt mal an. Stürmer, aber wir haben uns jetzt sehr schick geholt. Und ich muss sagen, wenn er so weiterspielt wie gegen Leverkusen und sich noch verbessert, habe ich genau das Richtige gemacht. Und ich finde, ich kenne ihn jetzt nicht so privat, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt auch keine Stats angeguckt, das habt ihr in der letzten Folge gesehen. Oder vorletzte, nee, letzte war das. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob der jetzt real oder unreal ist. Ich sage jetzt einfach mal, natürlich ist er etwas overpowered. Aber genau das sollten wir ja machen. Wir haben gute Ziele schon erreicht jetzt. Von unserem Präsidium aus. Das ist schon mal richtig, richtig gut gelungen. Deswegen kann ich die ganzen Stürmer hier einfach... brauche ich überhaupt gar nicht. Gut, die habe ich auch alle selber mal gescoutet. So, wir gucken mal in die Transfere rein, was so abgelaufen ist. Lukaku ist immer noch der größte, teuerste Wechsel zurzeit. Hesel wechselt. Okay, aber ich glaube... Hat Bielefeld nicht Pollersbeck ausgeliehen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, St. Pauli war das. St. Pauli hat uns Pollersbeck ausgeliehen. Wir schauen mal in die Transfers-Überblick. Hier nochmal der Hinweis für dich, was ich gemacht habe. Schick ist der teuerste Einkauf. Vucu habe ich dafür hergegeben. Ist aber völlig in Ordnung. Ich hätte vielleicht Sua eher hergeben sollen, ganz ehrlich. Ist es aber auch wirklich egal. Und dann haben wir Piosek verkauft an Dynamo Dresden. Ich finde, da passt der auch ganz gut hin. Mucu haben wir richtig gut teuer noch verkauft für sein Alter an 1860 München. Jakob haben wir verkauft zu TomTomsk. Für richtig viel Kohle, also sieht jetzt wenig aus, aber für den FCK und für Jakob ist das viel Kohle. Dann haben wir Pollersbeck ausgeliehen, Günther haben wir geliehen mit einer Kaufoption, mal gucken, ob wir den behalten oder nicht. Görtler haben wir für richtig gut Kohle verkauft an Düsseldorf und mehr auch nicht. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier was Spannendes noch finden, denn alle Vereine wechseln, so eine tolle neue, das habe ich mir so lange schon gewünscht, so eine Liste. Und ich wünsche mir auch unbedingt, dass man die ganzen Stats, die man im 3D-Spiel sehen kann, auch mal hier abrufen kann. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, warum man das nicht einbauen kann. Wenn man schon die Leute sich so Mühe machen bei EA Sports, also bei, ja genau, bei EA Sports Kanada, dass sie sowas so programmieren, warum nicht dann das mehr, ja, dass man das auch mal mehr genießen kann, auch was sie sich dafür eine Mühe geben. So, wir gucken mal, Itzukup kenne ich überhaupt gar nicht, aber der scheint richtig gut zu sein, für 40,5 Millionen zu Tottenham, krasse Lausen, Lausen, so rum, von Eindhoven zu Neapel für 1,4 Millionen, und ich glaube, die anderen hier, Toprak wechselt zu Manchester United für 21 Millionen, ja, krass. Aber ich glaube, die meisten kennen wir schon. Oh, Bernhard wechselt zu Juventus Turin für 20,5 Millionen. Ist das der? Nee, das ist der nicht, genau. Okay, der ist gewechselt. Niederlechner zu Köln. Laporte zu Stuttgart. Richards zu Leicester City. Und den Rest, den kennen wir hier schon. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich hoffe, ich kriege jetzt echt noch Angebote, Leute. Für Sua und so. Es wird, besonders für Britsch und Sua, hoffe ich. Angebot für Sua. Und zwar RB Leipzig. Ohohoho. Ey, den können wir ein bisschen Kohle abziehen, oder? Ganz ehrlich. Komm auf, 3 Millionen. Ihr habt genug Kohle. Gib mir die 3 Mille. Das wird mir wahrscheinlich der eine oder andere FCK-Fan jetzt nicht nett von mir finden, dass ich das mache. Aber ist mir egal, ob der RB Leipzig gibt uns die Kohle. Yep, 3 Millionen. Und das ist richtig gut Kohle für den FCK. Vielleicht hätte mir sogar noch ein bisschen mehr verlangen sollen. Aber ich hatte Angst, dass ich dann gar kein Angebot mehr von denen kriege. Und wenn ich jetzt mal auf die Finanzabteilung gehe, ja, müsste eigentlich schon mehr haben, immer noch bei 4,3 Millionen. Eigentlich müssten wir bei 8 oder so stehen. Aber egal, wir klicken weiter. Oh, boah, Leverkusen aber richtig geshoppt. Das gucken wir uns alles gleich noch in Ruhe an, Leute. Ich hoffe, wir kriegen noch ein Angebot. Ich will ja meinen Kader auch noch kleiner kriegen. Nee, wir haben nur Sua verkauft. Von den 3 Millionen kriegen wir 2,1 auf Transfersbudget. Das finde ich einfach so blöde Berechnung. So, muss auch mal gesagt sein. Und jetzt langsam habe ich ein Problem. Ich krieg keine Angebote mehr. Dybala geht zu Bayern und Draxler zu Barcelona. Also Draxler und Barcelona finde ich, find ich eigentlich okay. 73 Millionen, aber Dybala für 94 Millionen zu den Bayern. Ja, nee, ist klar, Leute. Ja, nee, ist klar. So, hoffentlich kommt jetzt ein Angebot in dieser E-Mail rein. Transfersangebot für Ditgen. Das sollte eigentlich eine Laie sein und die mache ich auch. Jop. Zu den Grasshopper. Das freut euch bestimmt auch. So. Aber jetzt nur noch nicht mehr viele Stunden. Also Britsche müssen wir wahrscheinlich behalten. Ich guck mal jetzt mal in den Kader rein. Wir haben kein Angebot bekommen.
So, und da sehen wir. Gut, das sind halt viele Jugendspieler, aber wie gesagt, die paar habe ich auf die Laie gepackt und sollten eigentlich auch. Boah, Gabrowski schon auf der 62. Boah, die explodieren ja echt schnell, ne? So krass, Engel. Seufert möchte ich eigentlich nur ausleihen. Schindler möchte ich gerne verkaufen. Cibilko verkaufen. Dann ist der Kader eigentlich gar nicht mehr so breit. Aber bisher finde ich das sehr gute Sachen, die ich da mache. Also finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du es findest. Komm schon, ein Angebot noch. Komm schon. Das sieht schlecht aus. Leverkusen. Nichts Spannendes mehr hier. Aber wir gucken gleich nochmal rein. Und zwar jetzt nochmal. Nee, es gibt kein Angebot mehr. Das war's. Lewandowski geht zu Juve. Krass. Krasser Shit. Die Bayern machen jetzt noch 3 Millionen plus. Lewandowski geht zu Juve für 97 Millionen. Und sie machen noch 3 Millionen plus, weil sie für 94 Millionen Dybala geholt haben. Ja, scheiß die Wand an. Sorry für den Ausdruck. Wir gucken mal. So, Dortmund holt sich Haller. Keine Abgänge. Augsburg bleibt so. Dybala zu den Bayern. Gaudinho ist gegangen. Oh, okay. Bernat und Lewandowski sind gegangen. Lazarevic, Martins und Felipe Augusto zu Frankfurt. Castagnaigos gegangen, HSV hat nichts gemacht. Diaby zu Hertha, sonst keine Abgänge. Und dann sehen wir Kaiserslautern und Günther und Schick geholt. Vucic, Görtler, Pollersbeck, Jakob Mucha und ein paar andere sind gegangen. Dann Mainz hat Niederlechner hergegeben, aber keine dazugeholt. Gomes, ist das Mario Gomes oder ein Gomes? Wenn jetzt Mario Gomes zu Leipzig gewechselt ist. Nee, Quatsch, der hat, glaube ich, kein Bümmelsche da oben. Sua von uns ist dahin zu Leipzig. Interessant, aber keine Abgänge. De Jong zu Schalke, Di Santo ist gegangen. Seis und Festa Fazidis kommen zu Hoffenheim. Keine Spieler verkauft. Thirion und Laporte gingen zu Stuttgart. Ginczek ist gegangen. Wohin ist der denn gegangen? Muss ich gleich mal gucken. Ginczek ist zu Wolfsburg gegangen. Und Draxler ist ja zu Barcelona gegangen. Dann Niederlechner zu Köln, keine Abgänge. Und Lyrkos hat richtig losgelegt mit Dos Santos, mit, oh Gott, Basagioglu, ich weiß es nicht, türkische Zuschauer hier, die mir das sagen können. Neto, Atanga, Serjenkov, Brandt, Papadopoulos und Toprak sind gegangen. Kempf kommt zu Gladbach, so, den wollten wir vielleicht auch haben, ist ausgeliehen worden. Nakamba zu Bremen, Barkfried ist gegangen. Juli zu Darmstadt, keine Abgänge. Dortmund haben wir gerade gemacht. Jetzt gucken wir hier nochmal unter Transferüberblick rein. Also bei meinem Verein ist jetzt noch Dittgen gegangen, Laie zu den Grasshopper Zürich und RB Leipzig hat für 3 Millionen Sua geholt, was völlig in Ordnung ist. Hesel, wie gesagt, ist gegangen zu Emboli. Ach, das ist jetzt in ihr Logo. Siehst du, ich habe mir überlegt nochmal, wer das ist. Oxford wechselt zu Zulte Waragem, Laie. Oh, Lewandowski, krass. 97 Millionen zu Juventus Turin, Dybala dafür geholt. Dybala hatten wir ja bei FIFA 16 beim HSV. Aber da war der ausleihbar für 2 Jahre. Gucken wir mal, ob irgendwas Spannendes hier gibt. G. Miller wechselt für 700.000 zu Chelsea. Fred geht für 34 Millionen zu Liverpool. Krass. Okay. Duricic zu Athletic Bilbao für 14,5 Millionen, 10 Millionen Babon. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir. Warte mal, hier. Nee, das ist ein anderer Silva. Okay. Den Silver kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. 33 Millionen sollte ich eigentlich kennen für so eine Summe. Also, richtig heftig hier alles abgegangen. Eigentlich habe ich richtig Lust, Lautern zu spielen. Jetzt muss man erstmal mich auf Wales konzentrieren. So, Jugendmannschaft-Update. Da gucken wir mal rein. Reece Phillips. Na, ist ein bisschen schlechter geworden mit seinem Potenzial, habe ich das Gefühl. Zalewski, Frederik Johnson, Alter, zentrales Mittelfeld, 81 zu 94 Potenzial, aber gesamt nur 50. Ich lasse ihn mal noch ein bisschen im Jugendteam. Zalewski auch im Jugendteam ein bisschen lassen, auch war auch nicht schlechtes Potenzial. Weber, Eriksson, mal gucken, was der für Potenzial am Ende haben wird. Hoffentlich hat er was ganz Hohes, leider hat er gesamt zu wenig. Dann haben wir ja noch Neumann, Bergström, Potenzial müssen wir noch ein bisschen abwarten, Schmitz. Gucken wir mal noch, der gefällt mir nicht so mit dem Potenzial. Aber Persson kann auch richtig geil abgehen. Arvidsson, der wird auch mega abgehen, aber leider zu wenig Stärke. Und dann haben wir noch King und Christoph Meyer, den ich jetzt noch ich will mal überlegen, wegen dem RV-Thema. Doch, ich biete ihn einen Vertrag an, mache ich. Ein Jahr nur? Okay, machen wir das mal. Der glaubt, der ist jetzt schon Super King wahrscheinlich. So, letzte Frist für Transferphase abgelaufen. 500 Millionen wurde ausgegeben.
Ja, scheiß die Wand an, Leute. So, und jetzt geht's in das Italien-Spiel rein. Wie gesagt, das Spiel zeige ich natürlich nur die großen Momente. Für mich dauert es aber halt eine halbe Stunde. Wenn wir das Spiel gewinnen sollten, sind wir durch. Dann sind wir bei der WM und werden das gegen Österreich nur simulieren. Ja, darauf freue ich mich jetzt erstmal auf dieses Spiel. Wir gucken uns mal zusammen den Kader hier an. Ich habe jetzt eigentlich erstmal nicht vor, irgendwas zu ändern. Ich bereite nur... Kopp ist übrigens ein bisschen schwach, aber der ist 20 und ich habe mir überlegt, ich muss ja als Nationaltrainer auch mal ein bisschen was fördern, ne? Hier auch Evans. Ich muss so ein bisschen was fördern mal. Habe ich so ein bisschen die Idee. So, Matthews soll ja mal spielen, weil mir einfach Gunter die ganze Zeit nicht so gefallen hat. Ich glaube, Matthews ist sogar jünger, ne? 25 und Gunter 28. Und Bradshaw war auch richtig nice im letzten Spiel. Deswegen muss der hier mit auf die Bank. Für wen ist die Frage nur? Für Dunn, würde ich sagen. Ja. So. Taylor 75. Ja, ein bisschen blöd, dass er da Davies haben. Ist auch ein guter. Wie alt ist denn der? 28. Und Davies ist 24. Natürlich fördere ich dann lieber Davies. So, Ward ist 24. Mayhill 34. Hennessy. Eigentlich müsste ich dann doch mal lieber den Ward... Nee, bleib lieber bei Hennessy. Ich bleib erstmal bei Hennessy noch. So, dann haben wir das erledigt. Mehr will ich auch erstmal an der Taktik nicht ändern. Ich bin eigentlich glücklich damit und würde sagen, wir gehen jetzt rein in die Partie. FIFA-WM-Qualifikation, zweitletztes Spiel hier in Italien, Stadio Olimpico, Italien empfängt Wales. Und ich hoffe, dass wir heute gewinnen können. Zeitmanagementmäßig wäre es mir ganz lieb, nicht gegen Österreich spielen zu müssen, zumindest, dass wir da simulieren. Oh, jetzt weiß ich, warum kein Live-Ticker mehr kommt. Ich habe wegen dem Orakel, wegen dem Story-Modus, wegen dem Story-Modus, nicht Orakel, auf Deutsch umgestellt. Vielleicht war das auch das Update, weil ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum kein Live-Ticker mehr kommt. Ja, das müssen wir jetzt erstmal hier ohne Live-Ticker aushalten. Gegen Hertha dann hoffentlich wieder drin. Und wenn die Aufstellung gezeigt wird, zeige ich euch die von Italien, die von Wales. Kennt ihr schon erstmal die Nationalhymnen jetzt? Die mitgereisten Fans von Wales wollen natürlich, dass wir heute den Einzug in die WM klar machen. Und ich habe schon angekündigt, es kann passieren, wenn wir es nicht schaffen in dieser Folge, dass es ja vorbei ist erstmal mit National in dieser Staffel. Zumindest erstmal, weil ich habe gesagt, wenn wir den Einzug in die WM nicht schaffen, werde ich zurücktreten bei Wales und es mit einer anderen Mannschaft für die EM wieder versuchen. Weil ich mag so ein bisschen die Abwechslung haben. Wo ich toll finde, endlich mal Wales mit ihm hier, Uwe Holm, trainieren zu können. Aber ich hätte auch Bock, mal noch was anderes zu machen. Auf Deutschland habe ich jetzt nicht so Lust. Wahrscheinlich würde ich da mehr Klicks kriegen, aber habe ich jetzt die ganze Zeit bei FIFA 16 schon gehabt. So, keine Aufstellung wird gezeigt. Los mit dem Spiel. Aber Wales macht wieder ein gutes Spiel. Also, es ist krass, was mit diesem Land passiert ist. Genauso wie Island oder Österreich oder Schweiz. Was da sich für Entwicklungen stattgefunden haben in den letzten Jahren, das ist enorm. Und das finde ich auch toll. Und deswegen ist auch diese Diskussion echt verständnisvoll, ob man die WM nicht erweitern soll auf 64 Mannschaften. Da bin ich natürlich auch gespalten, aber da ich so ein Event so toll finde und ja gerne länger laufen darf und ich auch die Länder sympathisch finde und eh für mehr bin, könnt ihr gerne das machen. Und da kommt Ramsey mit dem Tor 0:1. Wir führen und wären bei der WM. Ramsey mit der Führung, also mit Ramsey und Bale spiele ich ja so gerne. Und da kann ich auch viel mehr umsetzen hier. Bale und Ramsey gerade angesprochen und beide machen hier wieder die Aktionen für die Führung. Und wie gesagt, ich bin eigentlich gefühlt 50-50, was die 64 Länder angeht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann eher pro als contra. Und er macht das Tor. Insigne, Marchisio. Oi. Aber gut Pressing von Wales. Chester mit dem Einwurf. Matthews. Oh, das war nicht gut, aber zum Glück kriegt er die Halbzeitpfiff. Er steht 1:0 bzw. 0:1 für Wales gegen Italien. Italien-Wales 0:1. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert.
Wir sehen auch, dass Österreich hier 0-1 führt gegen Irland. Also damit wäre es klar durch, dass das nächste Spiel Lage jetzt zur Halbzeitpause nur simuliert. Vokes, von dem haben wir noch nicht so viel gesehen. Bradshaw kommt vielleicht später für ihn noch rein. Ja, jetzt muss ich abbrechen. Allen auf Bale. Das war ein Abseits, glaube ich. Oder auch nicht. Und jetzt wollte ich eigentlich schießen. Missverständnis bei allen. Und hallo, das kann auch ein Foul sein. Vorhin habe ich die Gelbe gesehen wegen kleinen Schubser. Und jetzt, das war gar nichts an unseren Mann. Und jetzt kann man hier die Führung oder den Ausgleich machen. Nicht die Führung. Nee. Abschuss. Und jetzt die Chance wieder. Achtung, Hennessy. Ecke für Italien. Die geben natürlich jetzt Gas. Und wenn ich gleich die Chance habe, jetzt stelle ich mal schnell auf Konter. Nein, ich hatte nicht die Chance. Ferrati. Achtung, Ferrati bleibt da am Ball. Und Hennessy mit einer Glanzparade. Wow. Der 30-jährige Hennessy. Williams. Und jetzt Ledley. Schön gesehen auf Bale. So, Bale will da nochmal was machen. Bale! Das gibt's doch gar nicht. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt ist mal Platz da und Hennessy. Ecke Italien, zwei Wechsel bei Wales. Bradshaw jetzt drin, nicht für Ledley, sondern für Vokes. Und Achtung, Davies ist da auf der Linie. Und Evans kommt für Ledley. Hab mich für ihn entschieden, nicht für King. Das sind natürlich zwei, vier Stärken weiter unten. Aber Jünger und ich möchte den anderen Spielern auch die Chance geben. Und jetzt hat Hennessy plötzlich Platz, dass ich mal was voll Unreales mache. Aber es war einfach wirklich die Lücke da. Warum dann nicht, ne? So, Evans, der ist der frische Mann. Evans. Bale. Ah, schade. Also den Angriff hätten wir wirklich geil nutzen können. Williams. Und jetzt ist da wieder Bale. Da war, glaube ich, noch einer dran. Ich weiß nicht, warum er da so verschossen hat. Schauen wir uns das in der Wiederholung nochmal an. Die letzten Minuten. Hat er irgendwie den Ball ganz komisch getroffen. Wir bleiben jetzt an Cut drin, denn jetzt könnte es entscheiden kommen. Immobile, der richtig gut in Deutschland war. Boah, super Pressing hier von Bradshaw. Ist jetzt drin. Und jetzt heißt es alles oder nichts. Bei einem Unentschieden müssen wir das Österreich-Spiel unbedingt noch spielen. Bei einem Sieg nicht und wir werden durch. Evans. Schön gespielt und das ist Allen. Pfosten und dann kommt Bale. Tor. Das ist die Entscheidung. Wir sind in der WM. Und Italien ist raus. Italien ist raus, Leute. Also, außer sie schaffen wirklich noch ein 2-2 in 11 Minuten. Ich meine, Fußball ist alles möglich, aber ihr wisst, ich bin Realist. Ich werde jetzt nicht zwei Tore noch kassieren. Eins vielleicht. Schaut euch den Hackentrick von Bradshaw an und Bale Pfosten. Nee, nicht Bale Pfosten, sondern das war Ramsey mit dem Pfosten. Und Bale macht den Abstauber mit seinem dritten Qualifikationstor. Der Oberhammer. Der absolute Oberhammer. Das hätte ich nie gedacht. Richtige Entscheidung von mir, die Dinge so anzugehen, wie ich sie angegangen bin. Ich bereue gar nichts, falls ihr da andere Meinungen wart oder so. Wir machen jetzt gleich noch den letzten Wechsel. Jetzt wollen wir erstmal aufpassen, dass wir natürlich nichts noch kassieren werden. So, letzter Wechsel machen wir jetzt. Und zwar gucken wir mal, ob wir... Vielleicht bringe ich jetzt mal den Kopf rein. Komm, jetzt haben wir die Chance dafür. Hab mir extra geholt. 57 Stärke ist natürlich nichts Besonderes, aber jetzt erst 20. Und ich muss ja, wie ich Anfang dieser Folge gesagt habe, während der Kaderplanung, auch die Jugendspieler fördern. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass Nationaltrainer sowas tun. So. Williams setzt sich da durch, seine letzte Aktion. Und das ist wieder Bale, der täuscht nochmal an. Bale mit der Entscheidung. Nein, Pfosten. Das gibt's doch gar nicht. Und dann Jorginho vor Evans, der aufpasst, der 24-Jährige, den Ball zurückholt. Pfosten, das ist nicht zu fassen, Leute. Und jetzt hat Marquisio aufgepasst. Das wäre die krasseste Aktion gewesen mit einem 3-0 hier. Chiellini und Ramsey, der das 1-0 gemacht hat. Oh. Chester, pass auf. Evans, der gefällt mir auch ganz gut bisher. So, Allen. Bale, schneller Fußball. Schneller als Italien. Kann. Dabei wissen wir, gegen Deutschland haben sie es richtig gut gemacht. Giovinco. Evans, der gefällt mir wirklich gut. Und jetzt wieder ein langer Ball auf Bradshaw. Der versucht natürlich jetzt ein bisschen mit Übersicht zu spielen. Das hat er richtig gut gemacht. Williams spielt weiter. Und Korb kann noch gar nicht reinkommen. Mist, da war Matthews zu müde. Oh, super gemacht von Williams. Schade, dass Korb jetzt nicht mehr reinkommt. Jetzt noch. Aber wir werden nicht mehr viel von ihm sehen.
weil wir sind in der Nachspielzeit und Italien ist raus aus der WM. Österreich und Wales werden reinkommen. Ich weiß nicht, ob wir noch Playoffs spielen müssen, aber ich glaube nicht, ne? Da ist es! Jetzt ist es klar, Italien ist raus aus der WM-Qualifikation. Aus der WM selbst müssen sie jetzt auf die Europameisterschaft konzentrieren. Und das ist natürlich schon eine kleine Sensation hier. Wales! Nach der Wahnsinns-Europameisterschaft in Frankreich, jetzt bei der WM 2018 in Russland dabei. Ich habe mal Training noch gemacht, bevor wir uns die Tabelle ansehen und gleich nochmal über was sprechen müssen. Und ich habe Kerk mal ein bisschen trainiert. Enge, unser zukünftiger Torwart, Turner, Ömür und Meier, unser zukünftiger RV. Und zwar folgendes, ich weiß gar nicht, aber es gibt keine Playoffs bei der WM, oder? Es gab noch bei der EM Playoffs, ne? Weil rein theoretisch könnten wir noch Erster werden und müsste das Spiel doch spielen. Aber ich habe jetzt mich entschieden, das zu reminieren. Das Wort gibt es nicht, aber einfach zu simulieren. So rum. Und wir gucken erstmal hier in die E-Mails rein. So, Bila haben wir gescoutet. Das ist auch nichts mehr. 33, dein Bevue. Das wäre noch einer gewesen. Oh ne, 29 ist er schon. Arias. Nee, das ist alles nix. Dann Johansson. Aber ich muss sagen, ich bin ganz glücklich mit Schick bisher. Mal gucken, was er noch so liefern kann. Und ich habe mich schon entschieden, dass wir genauso wieder reingehen, wie es hier ist. Und ich speichere mal. So, also ihr seht die Tabelle. Österreich Tabellenführer mit 19 Punkten. Wales auf Platz 2 mit 18 Punkten. Letzter Spieltag. Was ich eigentlich komisch finde, waren das nicht immer 12 Spiele? Ich dachte immer, es wären 12 und nicht 10. Ich habe extra nochmal im Kalender geguckt, aber ich finde keine eingetragenen Spiele mehr. Wir sehen hier Testspiel, England, Deutschland, dann Testspiel. Also es gab doch nur 10. Ich dachte immer, es gab 12. Aber das letzte Testspiele, die wir haben, ist hier gegen Ägypten und gegen Dänemark. Und dann geht's los mit der WM. Also das ist das letzte Spiel. Und ich hoffe einfach jetzt das Beste für meine Mannschaft, dass sie das hier gewinnen, am Ende Erster sind. So, Ramsey mit der gelben Karte. Ansonsten Italien führt gegen Rumänien, das bringt denen aber jetzt auch nichts mehr. Unentschieden wäre, bleiben wir Zweiter. Ich hoffe, wir machen aber noch das 0-1 irgendwie. Ramsey musste raus. Okay. Hinteräger kommt rein. Bradshaw kommt für Bale. Was ist das denn hier, Co-Trainer? Was machst du denn für Wechsel? Aber es sieht nach einem 0-0 aus. Kommt schon. Ja! Vokes macht das 0-1. Bam, Leute. Wir sind noch Gruppensieger am Ende. Sorry für die österreichischen Fans, aber das ist doch mal richtig geil. Schaut euch das an, Wales wird Gruppensieger mit 21 Punkten, Österreich Zweiter, aber ich finde es geil mit Österreich und Italien haben wir rausgehauen. Was ich wiederum echt schade finde, Gruß an EA, ich kann euch leider nicht die anderen Gruppen zeigen. Es geht nicht. Finde ich total dumm, ehrlich gesagt. Ich verstehe es gar nicht. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie machen kann, indem ich mal auf andere Ligen, nee, da gibt es das nicht. Unter Begegnungen natürlich auch nicht, warte mal kurz, unter Tabelle. Ich da irgendwie rumswitchen kann. Nee, ich kann euch Euroleague und Champions League zeigen. Copa Europa hat Barcelona gewonnen. Ah, auch gut zu wissen. Birmingham City hat hier unsere Champions Trophy gewonnen. Ja, ich kann es euch einfach nicht zeigen. Das finde ich so dumm, dass ich nicht die anderen Gruppen zeigen kann. Ich verstehe das einfach nicht. Das ist da kein bei EA Sports Canada gibt, der sagt, hey Leute, wir sollten mal ein bisschen mehr das machen, was in der Real Life wichtig ist. Ja, sowas ist doch wichtig. Also irgendjemand muss doch daran sowas denken, aber tut's wohl keiner. Entweder kein Interesse oder sonst irgendwas. Jetzt hat Meier hier den Vertrag unterschrieben. Russ möchte über Gehalt sprechen. Finde ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Und ich muss mal kurz was gucken zum Thema Finanzabteilung. Quatsch, Finanzabteilung. Vorstandserwartungen. Ob wir unter Finanzen irgendwas Besonderes machen. Erhöht die Spielergelder auf maximal 20%. Bleibt komischerweise irgendwie ein Ziel. Immer noch von der letzten Saison. Ich habe gedacht, da kommt was Neues, aber anscheinend bleibt das so. Deswegen will ich ungern Gehälter erhöhen. Aber Russ muss man eigentlich schon machen, ganz ehrlich, weil Russ ist schon ein big Player bei uns. Im schlimmsten Fall verkaufe ich ihn, habe ich richtig gut Kohle. Der hat nämlich einen Marktwert von 8 Millionen. Ach, hier will 6.000, mein Gott. Also das ist noch besser als ein Solanke.
den ich eigentlich gar nicht halten kann. Ja, wenn man überlegt, wenn ich euch mal zeige. Na gut, Schick hat jetzt 40.000. Ach so, Lank ist glaube ich hier nicht drin, weil er nur ein Leihspieler ist. 40.000 ist Schick. Und Solanke hat, glaube ich, 42.000. Also Schick ist auch okay, jetzt ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt hier auf Spieler verkaufen gehe. Warte mal kurz, bin ich jetzt blöd? Irgendwo muss er doch sein. So, seht ihr? 43.000. Also Schick und Solanke sind meine teuersten Spieler. Eigentlich müsste ich Solanke, was Gehalt angeht, gehen lassen. Will ich aber nicht. Erstmal nicht. So, nochmal ein paar E-Mails checken. André Hahn war ein Plan hier zu holen. Nee, aber mit Schick bin ich echt zufrieden. Vertragsverlängerung von Russ. Und er verlängert. Will Keane habe ich noch gescoutet. Will ich auch nicht, danke. Und Bas Dost habe ich gescoutet. Nee, aber wäre vielleicht bezahlbar gewesen. Was die nächste Partie angeht, möchte ich mit Vene spielen. Und nein, er spielt nicht, das habe ich schon. Obwohl, er hat natürlich eine gute Note gehabt. Aber ich überlege es mir gleich nochmal, wenn ich jetzt die nächste Folge aufnehmen werde gegen die Berliner. Seid dann wieder dabei. Lasst einen Daumen da. Das würde mich echt glücklich machen. Und dann sehen wir uns gegen Berlin wieder. Mal gucken, ob wir so gut spielen können wie gegen Leverkusen und vielleicht dann auch unseren ersten Punkt ergattern können. Bis dahin. Tschüss.